Eigentlich hatte ich das Video zu diesem Thema schon fertig und auch hochgeladen, doch dann kam der Inkontinentia auf die Idee, mir über Discord nochmal ganz schnell ein paar Zusatzinformationen zu geben, denn der Vendor-Bug, also der Verkaufsmaschinen-Bug, der ist wohl schlimmer als gedacht. Das haben Dataminer jetzt herausgefunden und was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir. Und in diesem Sinne heiße ich euch alle recht herzlich willkommen, liebe Vaultbewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, der Verkaufsbug ist wieder da. Das bedeutet, man kann über den Verkaufsautomaten Zugriff auf eure Stash haben, ja, und sich Items rausholen. Und das ist ein Bug, den gab es schon öfters. Wurde auch immer mal wieder behoben, aber immer mal wieder irgendwie konnte er getriggert werden. Und Dataminer haben jetzt herausgefunden und wie dieser Bug wohl funktioniert und haben den rekonstruiert. Und der Bug ist sogar noch schlimmer als gedacht, denn laut Dataminer ist es so, dass man jetzt nicht nur die Sachen aus eurer Stashbox rausgraben kann, sondern auch aus eurem Inventar. Ja, das bedeutet für uns alle erstmal die Verkaufsmaschinen alle erstmal einlagern oder verwerten, wegpacken auf jeden Fall. Also mein Shop in meinem Camp, der ist geschlossen, bis sich das Ganze beruhigt hat. Bethesda weiß über diesen Bug Bescheid. Bethesda scheint da wohl irgendwie schon dran zu sein, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Wie man das schaffen will, weiß ich selber nicht. Ich finde es schade, weil ich habe jetzt über die letzten Wochen, Monate so viel geiles Zeug gefarmt, dass ich verkaufen wollte und auch schon teilweise verkauft habe. Und was für wenig Kronkorken, also teilweise God-Roll-Waffen, God-Roll-Rüstungen für so wenig Kronkorken. Das Zeug, das ging weg wie warme Semmel. Jetzt fehlt mir halt eine absolute Einnahmequelle, was sehr, sehr schade ist. Naja, ihr wisst Bescheid, meine lieben Freunde, kurze News an dieser Stelle und in diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, wir sehen uns im nächsten Video, Servusle und ciao!